Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn diese Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin unaufhörlich ihrem Schlusspunkt zustrebt, so hat dieses Ende für mich im doppelten Wortsinn eine Bedeutung, weil das die letzte Plenarrede ist, die ich im Deutschen Bundestag halten werde, weil dieses Parlament vor der großen Herausforderung steht, nach dem 24. September diesen Jahres ohne meine Mitwirkung auskommen zu müssen, was allerdings angesichts der Tatsache, dass das Verzeichnis ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages voll von Persönlichkeiten ist, die sich zu ihrer aktiven, teils auch zu ihrer nachaktiven Zeit für unersetzlich gehalten haben, eine überschaubare Aufgabe ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir einige Bemerkungen im Grundsatz. Politik wird in jedem Politikbereich nicht zuletzt auch daran gemessen, nicht nur, ob die vorgelegten Konzepte zukunftsfähig sind, sondern ob man auch die Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion entwickelt hat und daraus die richtigen Schlüsse zieht. Hans-Peter Friedrich hat dankenswerterweise darauf hingewiesen. Und es gehört mit zur Wahrheit, wenn wir über 60 Jahre römische Verträge reden, dass die weit überwiegende Zahl der politischen Bereiche, die wir in dieser Zeit bearbeitet haben, von uns mit Fortschritten abgeschlossen worden ist. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass in diesen 60 Jahren nicht alles gelungen ist, was hätte gelingen können, und dass wir im Zuge dieser kritischen Selbstreflexion noch einmal den Blick darauf richten, was wir möglicherweise in den nächsten Jahren besser machen können, auch und nicht zuletzt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehört auch, meine Damen und Herren, dass wir die Warnung von Helmut Kohl, wir sollten als Deutsche mit den Mitgliedsländern der Europäischen Union unabhängig von ihrer Größe und von ihrer Bedeutung reden, ernst nehmen. Und deswegen ist es auch eine Form des nationalen Chauvinismus, meine Damen und Herren, wenn wir als Deutsche uns gerieren, als hätten wir quasi das Patentrezept für die Europäische Union. Das haben wir sicher nicht. Und diesen Anspruch sollten wir auch nicht erheben. Wir haben gute Ideen, die haben andere auch, mehr aber nicht. Und wenn wir in einem Berichterstattergespräch des Deutschen Bundestages so verfahren, dass aus jeder Fraktion eine Persönlichkeit kommt und wir uns dann an einen Tisch setzen und darüber nachdenken, wie wir für ein bestimmtes Problem eine Lösung herbeiführen, dann ist es sozusagen die Blaupause auch für die Dialogfähigkeit in der Europäischen Union. Es kann nicht so sein, dass ein Mitgliedsland auftritt und den anderen vorschreibt, was sie denn zu tun und zu lassen hätten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein wesentlicher Grundsatz europäischen Denkens war immer der Grundsatz der Subsidiarität. Und Hans-Peter Friedrich hat es an einigen Beispielen durchdekliniert, die man in der Sache nicht teilen muss. Ich teile sie, ich verlange von niemandem, dass er sie in der Sache teilt. Aber eines ist an diesem Grundsatz immer richtig. Der Grundsatz der Subsidiarität dekliniert sich immer von unten nach oben, nie von oben nach unten. Nie ist es so, dass die oberste Ebene für sich definiert, was sie denn zu tun hat, und reicht dann das, was sie nicht zu tun bereit oder imstande ist, an die nächste Ebene hinunter, was unweigerlich zur Folge hat, dass insbesondere die Rechnungen dann auf der untersten Ebene ankommen. Sondern Subsidiarität definiert sich von unten nach oben. Das heißt, wir definieren auf der lokalen und dann auf der regionalen, dann auf der supraregionalen, bei uns auf der Ebene der Bundesländer, was dort sinnvollerweise getan werden muss, dann auf der nationalstaatlichen Ebene und dann auf der europäischen Ebene, was wir dort sinnvollerweise zur politischen Umsetzung verorten. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger zu Recht einen Anspruch darauf haben, dass wir zum Zeitpunkt 60 Jahre nach Inkrafttreten der römischen Verträge noch einmal einen kritischen Blick darauf werfen, ob wir diesem Grundsatz der Subsidiarität wirklich an jedem einzelnen der von uns betreuten Politikbereiche gerecht geworden sind oder ob hier noch Verbesserungsbedarf herrscht. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Wochen erleben, dass sich einer aus der europäischen Familie verabschiedet. Es gibt wohl niemanden in diesem Hohen Hause, der das gutheißt. Allerdings hat dieser Prozess, wenn wir es richtig machen, vielleicht auch sein Gutes. Michel Barnier hat gestern vor dem Europaausschuss des Deutschen Bundestages Wert darauf gelegt, dass der Austrittsprozess Großbritanniens in einem transparenten Verfahren stattfindet. Und darin liegt die Chance, dass nämlich jeder einzelne dieser Knoten zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, die nun einzeln gelöst werden müssen,
auch im Bild der Öffentlichkeit noch einmal deutlich wird, damit klar ist, es ist nicht alles, was wir in 60 Jahren Europa erreicht haben, selbstverständlich, sondern vieles war das Ergebnis mühsamer Arbeits- und Einigungsprozesse. Und wir müssen etwas tun, dass das europäische Netz zwischen den Mitgliedstaaten so bleibt, wie es ist, und womöglich noch etwas enger geknüpft werden kann. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Dankeschön schließen. Ein Dankeschön, das sich zunächst an die Menschen in meinem Wahlkreis richtet, die in 5 aufeinanderfolgenden Bundestagswahlen mit ihrem Votum mir die Chance eröffnet haben, ihre Interessen zunächst in Bonn und dann in Berlin zu vertreten. Und ich hoffe, dass die Menschen im Herbst dann zu der überwiegenden Einschätzung gelangen, ich hätte das unter einem Strich relativ ordentlich gemacht. Ich will ein Dankeschön sagen an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wahlkreis und hier in Berlin, denn ohne deren Expertise hätte ich diese Aufgabe nicht so wahrnehmen können, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich sage auch ein Dankeschön an meine Familie, weil die nämlich durch ihre Eigeninitiative und ihre Kreativität unter Beweis gestellt hat, dass es auch ganz gut, vielleicht noch besser zu Hause funktionieren kann, wenn der Alte nicht zu Hause ist. Und ich sage ein Dankeschön nicht zuletzt auch an meine Fraktion, die es mit mir nicht immer ganz einfach gehabt hat. Allerdings, lieber Volker Kauder, lieber Michael Grosse-Brömer, umgekehrt ist dieser Satz auch richtig. Ich wünsche dem Deutschen Bundestag Kraft und ich wünsche ihm Selbstvertrauen. Schließe mit einem Satz von Norbert Lammert, der Präsident des Deutschen Bundestages, hat im Hohen Hause viele kluge Gesetze gesagt. Einer dieser Sätze war, dass sich das Parlament eine Regierung hält und nicht umgekehrt. Und deswegen müsse eigentlich die Regierung immer das tun, was das Parlament möchte. Mit Verlaub, ich hatte in den letzten Jahren gelegentlich den Eindruck, dass es umgekehrt ist. Passen Sie auf, dass er nicht einreißt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas Dörflinger. Sie lassen uns hier oben mit Wehmut zurück. Eigentlich haben wir erst März. Vielleicht reden Sie ja doch noch. Ansonsten würde ich mich bedanken für Ihre letzte Rede. Haben Sie ganz relativ ordentlich gemacht. Und schauen wir mal, ob er noch mal zum Reden kommt. Relativ ordentlich. Ich habe Sie zitiert, war Ihre letzte Rede. Aber schauen wir mal, ob Sie nicht doch noch mal reden. So, jetzt. Wir sind sehr wehmütig hier oben und haben uns gerade überlegt, wo sind wir eigentlich? Gut. Letzter Redner in dieser Debatte, Michael Brandt für die CDU-CSU-Fraktion.